Hallo, willkommen zu neuem Replay. Wenn noch ein Bild kommt, bestimmt. Und zwar ist ein Zweigen 2, das habe ich heute Morgen einfach mal gemacht, weil ich auf der Suche nach einem Replay, also ich hatte keine Replays mehr und von daher habe ich ganz schnell mal eins gemacht. War, glaube ich, ansehbar, also ist nicht super episch mit Sicherheit, aber das Problem im Moment ist halt einfach mit dem Replay-Material, ne, muss man sagen. Habe jetzt hier ein neues Feature entdeckt. Ich kann jetzt mitrennen mit den Einheiten. Mit der Komma-Taste kann man auch Einheiten durchklicken, die nichts machen, Infanteristen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein Replay 2 gegen 2 auf dieser Wüstenmap. Und ich wollte jetzt einfach von vornherein einfach einen Infanterie-Spam machen, ja. Also das machen ja eigentlich alle so und es wirkt auch ziemlich stark. Die Hoffnung dagegen, da ist nicht, damit ich das regelmäßig spiele, um Gottes Willen, hier keinen Infanterie-Spam machen, also nicht regelmäßig, sondern um zu sehen, wie die Gegner das kontern werden, die Infanterie-Spams, ne? Einfach um Kontakte zu kennenzulernen. Wir fallen uns da schon ein paar ein, Flammenwerfer allen vorweg natürlich. Aber das will ich jetzt hier quasi damit ein Stück weit testen. Und ich will auch sehen, wie lange ich ohne echte AT, also Anti-Tank-Waffen, auskommen kann. Ob nur die Infanterie zum Beispiel auch ausreicht. Und das ist alles quasi hier im Test. Und dafür habe ich natürlich direkt nochmal hier die Panzerdoktrin genommen, damit ich die 5-Mann-Squads habe für die Flammenwerfer. Und der kann auch mit der MP natürlich loslegen jetzt am Anfang, ne? Das macht schon einen Unterschied aus. Also maximal Infanterie mit allen Upgrades, die es gibt. Da habe ich gleich klicken vergessen. Aber meine Klickrate ist abartig für schlecht. Ne? Da werdet ihr jetzt immer wieder sehen, kennt ihr wahrscheinlich. Das heißt, bei Infanterie dann auch relativ früh die Infanterie-Forschungszentrum für mehr Lebenspunkte und besseres Reinforcen und dann eben die Bars früh ausgeben. Granaten mache ich, glaube ich, sogar ein bisschen später diesmal. Es geht wirklich um den epischen Infanterie-Blob, um zu sehen, was man damit machen kann. Es gibt ja einen Grund, warum das ein Meta ist. Aber bei CO1 war es ja eigentlich auf den unteren Elos auch Meta, muss man sagen. Da war es aber tatsächlich ein Nachhall und schlecht. Ich denke auch, dass das hier schlecht sein wird, sobald wir alle rausfinden, wie es geht, das Spiel. Ich werde auch aggressiver Minen legen, im Spiel habe ich mir vorgenommen. Einfach weil ich zwei Pews hier habe. Ich habe natürlich den zweiten noch nicht gebaut, aber kommt gleich noch einer. Und um zu sehen, ob man damit die Infanterie-Block des Gegners nicht auch kontern kann. Und ja, mein Glück, ich habe Afrika-Korps als Gegner. Ja, was das bedeutet ist, naja, also das heißt ja eigentlich von vornherein, dass der Gegner Infanterie-Spam macht. Ne? Also das ist Infanterie-Spam gegen Infanterie-Spam. Und diese, was ist meine letzte Sache, wie die heißen? Das G spricht man hier, hat jemand geschrieben, ne? Bersaglieri wahrscheinlich, ne? Bersaglieri. Die sind eigentlich ein ganz solider Trupp, die Jungs hier vorne. Ihr seht auch 90 Lebenspunkte, also die sind hier vergleichbar mit meinem, hat 95. So eine Bewaffnungsfrage. Hauptlinie. Arcano-Gewehre. Der wirkt sich schneller, wenn er nicht im Kampf ist. Ja, jetzt habe ich das hier genutzt, dass er kurz hier linksrum ist. Also er wollte mich hier flanken, das war eine sehr gute Idee von ihm. Und deswegen habe ich gesagt, gehe ich jetzt da rein. Wahrscheinlich hätte ich sogar, hoffentlich klicke ich schnell genug. Gut, dass er sich da oben hin zurückzieht, das war nicht der ungefährlichste Weg. Ja, wahrscheinlich hätte ich mich noch auf die andere Seite stellen können. Ich weiß nicht, wie weit man da reinboxen kann. In jedem Fall hatte ich mehr Männer und hatte mit dem Pio auch mehr Short-Range-Fights. Das sind ja K98, die wir haben, während ich eher so eine MP habe bei meinen Pios. Und jetzt habe ich gesagt, gehe ich ihn angreifen. Auch sehr schön, geht auf die andere Seite der Deckung. Also scheint das ganz gut zum Micron. Ich habe jetzt hier eine große Lippe riskiert. Ich habe gesagt, weil da ein Mann ist, warum zurückziehen? Ich kann ja auch kappen, wenn wir hier weiter kämpfen. Aber tatsächlich wurde er von dem ausgeschaltet mit seinen K98. Sonst hätte ich nebenbei noch gekappt, ne? Das wäre seine Mun gewesen. Da habe ich ein bisschen viel riskiert. Ihr seht schon die Fights hier, also der bringt auch seine Leute ran. Er hat halt den Vorteil, dass diese Bersaglieri, dass die halt schneller laufen. Ne? Das heißt, die sind schneller als Verstärkung im Fight als meine Leute. Das ist ja genau ein mittiger Punkt hier für uns beiden, vermute ich mal. Und aus dem Grund hat er jetzt hier 8 Mann stehen, wenn ich nur noch 5 Mann hier stehen habe. Ich glaube schon, dass das ein entscheidender Unterschied hier ausgemacht hat. Die hören, glaube ich, wenn ich zurückziehen, immer das Fokusfeuer auf denen auf. Mit CO1 wäre mir hinterhergelaufen. Dann sind auch so Mikrofragen, die ich mir noch stelle, wie ich hier am besten mache. Ja, wird hier trotzdem vielleicht noch ein Fight. Ich habe jetzt Wett 1 bekommen, das heißt, ich kann jetzt hier unten eine Ability ausgeben. Und ich mache normalerweise, dass die Kugeln hageln, weil die den Gegner unterdrücken können damit. Und mache es auch direkt an. Ja, das Sprinten hat auch seinen Vorteil sicher. Zumal die im Sprinten, glaube ich, auch schießen, habe ich jetzt gesehen. So, da kommt noch die Verstärkung. Aber ich habe das Symbol hier, ne? Ich habe ihn unterdrückt. Das heißt, der schießt jetzt schlechter zurück, wie ich das verstehe. Das heißt also, das hat mir wahrscheinlich den Kampf auch gewonnen, wenn er nicht gekommen wäre. Auch wenn er wahrscheinlich etwas länger gedauert hätte, weil wenn die unterdrückt sind, nehmen die wohl weniger Schaden, sagte mal ein Tooltip. Und ich würde sagen, das war ein Infanterie-Fight von beiden Seiten. Da ist der nächste Squad aufgetaucht. Also ich denke schon, dass er eigentlich einen Vorteil haben sollte mit den Bersaglieri, weil die wieder schneller laufen und deswegen schneller an den Positionen sind, ne? Und schneller Verstärkungen bringen. Von der Bewaffnung könnte ich euch aber jetzt nicht genau sagen, was dieses Gewehr von denen macht. Es wirkt so ein bisschen wie genau ähnlich wie ich jetzt so ein Gewehr habe. Wahrscheinlich so Medium bis Long Range eher. Weil er hier leider Verstärkung von seinen Pioniertruppen bekommt. Die Pioniertruppen sind sehr stark, mit Flammenwerfer sowieso. Eigentlich müsste ich mich da schneller zurückziehen bei sowas.
Ich weiß noch, wie ich dann Rechtsklick darauf gemacht habe, weil ich wollte ihm noch ein bisschen Schaden machen. Ich habe gehofft, dass ich bis da einen Heal in der Base habe, um das auszugleichen, den Stoß. Aber wenn ich sterben, habt ihr ja auch nichts von. Also von daher ist eigentlich kein guter Move. Hatte auch ein bisschen auf meinen Flammenwerfer gehofft, da war der Höhenvorteil. Aber das ist zu viel, ne? Also ich stehe zwar hier in Deckung, aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, weil der in Deckung mehr Schaden macht. Ja, also ich hoffe jetzt auf meinen Heal. Ich will noch einen Flammenstoß abgeben, dann nach Hause. Oder so hoffe ich zumindest, dass ich das gedacht habe. Ja, wieder zwei Mann umsonst verloren. Also da habe ich richtig Mist gebaut. Es geht auf jeden Fall das Infanterie-Headquarter hoch. Oder dieses, wie nennen die das? Dieses Upgrade da, ne? Forschungszentrum. Und dann will ich relativ früh alle möglichen Upgrades vergeben, um die Beef hier zu machen. Nächster Flammenwerfer. So, ich habe hier oben trotzdem die Linie ein bisschen gehalten. Unten haben wir ein bisschen viel verloren. Also der Gegner ist, glaube ich, ein bisschen weiter, als er sein sollte in die contesteten Points. Aber ich verliere meine hier jetzt auch. Holen wir noch zurück. Also sind auf jeden Fall harte Infanteriekämpfe. Ich weiß leider nicht genau, was bei diesen Versalieris, was die ausbilden können für Waffen. Also ich glaube, dass die Anti-Infanterie-Waffen auf jeden Fall ausbilden können. Weiß aber nicht, wie das bei Anti-Tank bei denen aussieht oder welche Fähigkeiten die haben. Ich spiele die noch zu selten. Die sind in herkömmlichen Fraktionen, muss ich zwar machen, um das zu lernen immer noch, aber ich kann mich manchmal nicht motivieren dafür, weil es einfach sehr schmerzhaft ist. Das Umstellen macht einfach alle Strategien kaputt. Die sollen immer bei der gleichen bleiben erstmal. So, er hat sich jetzt hier den Sanitätslaster geholt, damit er halt im Feld bleibt. Nicht sicher, ob das bei denen, weil die ja mit Speed laufen, unbedingt so notwendig war, aber dann hätte ich gleich was anderes noch hätte bekommen können, aber der ist eigentlich immer gut. Für mich heißt das jetzt, dass ich diese Kämpfe da oben nicht mehr führen kann, ne? Also an der Stelle habe ich jetzt gleich auch entschieden, dass ich alle meine Infanteristen nach unten umlenke. Weil ich da oben kämpfe und er reinforced vor Ort, ne, und er hat eh die bessere Stellung, dann kann ich einfach nicht mehr siegen. Von da will ich jetzt alles umlenken. Der Typ gibt euch mehr Erfahrung. Ich experimentiere jetzt gerade mit der Flankenmanöverfähigkeit. Was mich noch ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass die immer diese zwei verschiedenen Tooltippe haben. Den gelben und den grauen. Ja, normal würde ja, wenn man einen gelben Tooltip hat, würde der graue dann Flufftech sein oder andersrum oder sowas. Bei dem ist beides im Prinzip, ist das, was es macht, ja. Wobei hier tatsächlich der graue Text ist es Flufftext. Aber nicht selten ist es so, dass in beiden halt eine Fähigkeit drinsteht. Das ist, also das Wording irritiert mich hardcore im Moment noch an den Tooltips. Aber was es halt macht, ist hier vorne, wenn wir zurückgehen, das Unterdrücken macht er weg. Er macht ihn schneller und er wird weniger genau getroffen. Ne? Das heißt, ihr könnt es einen geben, wenn er unterdrückt ist, aber auch im Kampf geben, wenn er nicht unterdrückt ist, um den Boni zu geben. Und er muss halt dabei stehen hier, weil er diese Fähigkeit noch hat, dass alle mehr Erfahrung kriegen im Umfeld. So, jetzt gehe ich hier runter. Das ist natürlich jetzt sehr dankbar, weil der Gegner hat sich hier für einen Bunker entschieden, der auch sehr, sehr stark ist. Und da hatte ich auch gut Boden ursprünglich gehabt. Und jetzt gehe ich hier runter, das heißt, der Bunker wird kaputt gemacht, weil wir zu zweit hier unten sind. Plus, mein Flammenwerfer nimmt ihn relativ schnell auseinander. Also das ist, glaube ich, jetzt für den unteren Spieler sehr scheiße. Ja, und dann gibt es natürlich XP dafür. Der CO1 hätte ich den ganzen Tag drauf schieben können mit dem Flammenwerfer. Also ich denke, der Call runterzugehen war genau richtig. Der Italiener... ist ja fast nur italienisch. Der kommt jetzt von oben runter. Hat jetzt gesehen, dass ich unten ausgeholfen habe wahrscheinlich. Und das ist genau der richtige Call, dass er runterkommt. Das ändert nichts daran, dass der unten jetzt überlaufen wurde, seinen Bunker verloren hat. Und hier vorne wird das jetzt verjagt. Wir capturen alles von dem. Also ich denke, das war strategisch der richtige Move. So, das habe ich jetzt noch nicht ausgegeben. Das heißt, ich kann keine Stickies werfen. Aber normalerweise, wenn ich daran gehe, um Stickies zu werfen, fährt er eh rückwärts, wenn er diesen Skill hat. Von daher geht das sowieso nie. Müsste hier trotzdem nicht stehen bleiben. Ich habe mal keine Upgrades vergeben, weil die Ressourcen fehlen. Brauche mal viel Treibstoff für und viel Manpower. Und einen großen Blob. Also im Moment habe ich tatsächlich einen Trupp zu wenig, glaube ich. Und ich habe dafür einen zweiten Pio ja eben gebaut. Der kommt mit dem mit der Section. Also ich habe schon ein bisschen Infanterie. Man sollte wahrscheinlich nochmal einen Rifle dazu bauen, obwohl der Blob gar nicht so winzig ist. So, jetzt habe ich die Bar ausgegeben. Bei der Bar muss man sich merken, dass die nur eine Bar ausgeben. Das heißt also, wenn ihr die zweite Bar haben wollt, dann müsst ihr Munition ausgeben. Ich habe 180 Mun. Die Flammenwerfer habe ich ja schon und ursprünglich wollte ich Minen legen. Da kommt es aber nur zu, wenn ihr das Gelände kontrolliert. Das heißt also, eigentlich müsste ich die Bars ausgeben im eigenen Gelände. Ich klicke dann einfach die Dinger mal durch und drücke die Taste T überall, damit das schnell geht. Wenn ihr es richtig gut machen wollt, könnt ihr natürlich auch einfach nur die Wettleute-Bar Taste T drücken. Da kriegt ihr mein Unterdrückungsfeuer. Also diese V-Fähigkeit. Grenade. Danke. So, jetzt ist er unterdrückt und jetzt macht er im Grunde genommen nichts mehr. Er ist nur noch da und lässt sich abknallen. Ja, also jetzt nehme ich relativ wenig Schaden zumindest. Also wenn sobald er diese Fähigkeit anmacht, hat er den Infanterie-Fight im Grunde genommen gewonnen. Ja? Das ist wirklich ganz angenehm. Man sieht das ja eigentlich sehr deutlich. Und der hatte ja eine Upgrade-Waffe, der hat eine Deckung gestanden, der hat Munition für die Granate benutzt und trotz all dieser Faktoren hat er einfach durch V verloren den Fight. Das hat sich, glaube ich, schon gelohnt.
So, ich würde mal hochgehen zum Kappen, weil die hier unten ja gerade waren. Habe gedacht, da oben ist jetzt keiner, das verteidigt, keine Mine beim Bunker, nix. Warum nicht einfach die Punkte mitnehmen? Ne? Ich kann ja eh nicht einzeln hochgehen. So, nächster Durchgang. Die haben 95 Leben immer noch. Bas, wie gesagt, ausgeben. Das müsste jetzt eigentlich kommen, gerade wo ich 200 Munden habe. Weil ich dazwischendurch immer durchgeklickt habe. Und hier müsste ich wahrscheinlich, habe ich schon ausgegeben? Ich glaube nicht. Ne? Das wollte ich fokussiert haben. Ich glaube, dass das hier am Anfang besser ist, dass sie einfach mehr Lebenspunkte kriegen. Also 10 Lebenspunkte ist der Unterschied zwischen normalen und Elite-Infanterist, ist mein Eindruck bisher. Und von da ist das, glaube ich, schon sehr episch. Im Idealfall sind die Kämpfe ja, also im Normalfall sind die Kämpfe ja so, dass beide Seiten die gleiche Anzahl Infanteristen an der Front haben. So, das Feeling hat er vergeben, das kann man in so einem Headquarter bauen, das muss man mit Munden ausgeben. Ist aber auch ein Investment, also das heißt schon, dass hier oben, hier wartet jetzt keine anderen Panzer, das ist quasi sein Fuel, sein Treibstoff-Investment, ne, aus meiner Sicht. So, jetzt kommt hier mein Infanterie-Blob. Hier wäre jetzt Rennen gut, nämlich in der Billy hätte die rennen kann. Es reicht aber auch, dass er hier rumgefahren statt hier oben die Straße runter. Deswegen die Stickies noch kommen, da ist sie. Das war, glaube ich, ein Höhenvorteil, hat er die so weit geworfen. Da wäre die Straße lieber runtergefahren. Dann ist halt kurz gestunt und dann kann man den Rest auch ausschalten. Ich weiß nicht, ob ich die Sticky gebraucht hätte, aber ich wollte kein Risiko eingehen, weil die sind sehr wertvoll, diese Fahrzeuge gegen Infanteriekämpfe. Das ist ja alles Anti-Infanterie, was er hier hat, bei den Upgrades, bei den Fahrzeugen, alles. Obwohl er da hinten, glaube ich, eine Panzerbüchse hat inzwischen, die er nicht braucht. Da kriege ich jetzt einen Fug, wenn ich nicht aufpasse. Da fehlt mir das Micro offensichtlich und Fug, der war unnötig. Flammenstoß. Ein Mortar Half-Check hat er geholt. Naja, ist zu viel Firepower, was da kommt. Währenddessen, mein Mitspieler hier vorne ist hier vorne am Aufräumen. Hier auch ein Flakpanzer, also die frühen Flakpanzer scheinen sehr beliebt zu sein bei den Deutschen. Panzerbüchse gegen Flakpanzer. Ich glaube tatsächlich, dass die nicht so gut ist gegen Flakpanzer. Und dann am besten braucht man noch Deckung und wahrscheinlich mehr als dieser eine. So, da oben haben sie es jetzt zurückerobert, sieht wieder nicht gut aus. Obwohl das Vierlingsgeschütz, das wäre schon brutal gewesen. Dass das weg ist, war für mich jetzt sehr, sehr wichtiger Call, ne? So, immer noch 95 Leben. Ich habe es nicht ausgegeben. Jetzt wird es ausgegeben und dann haben die 105 Leben. Dann ist das ganze Elite-Blob. Ich muss sie mit dem mehr zusammensteuern, damit die einfach noch mehr Erfahrung kriegen, weil das ist einfach super wichtig, dass die hier aufleveln. Ne? Also das ist wirklich absolut episch. Man sieht zwar jede Lebenspunkte, man sieht aber nicht dieses Received Accuracy, was sie auch bekommen dadurch. Die werden auf jeden Fall schön, schön tanky damit. Also Wett ist wirklich alles bei den Kämpfen, ist mein Eindruck bisher. So, ich habe oben wieder verloren an dem italienischen Block, wenn ich das mal nennen darf. Da habe ich mit Spielern MG hingestellt. Habe ich jetzt auch gleich überlegt, eins zu bauen. Das ist eigentlich ein ganz guter Call mit der Idee-Geschichte, weil die hat ja eigentlich nur einen Infanterie-Block, der Gegner. Obwohl er auch einen Morte hat, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich weiß nicht, wer von denen smoken kann im Moment. Von daher weiß ich auch nicht, ob man das MG direkt gekontert werden würde. Aber gegen Infanterie-Block generell klingt das erstmal gut. Dieses Plus heißt, glaube ich, dass der... Ne, heißt das gar nicht. Das heißt, dass sie das Upgrade für die Lebenspunkte bekommen haben. Jetzt sehe ich aber gerade, dass das tatsächlich nur die Rifles kriegen, ne? Weil da steht ja eigentlich, das soll ein MG-Nest werden. Ich wollte gucken, was man da bauen kann. Mortar MG kann man da bauen. Und jetzt wird es ein MG-Nest gleich. Das Upgrade-Dingi da. Ich dachte, für alle Infanteristen, global jegliche US-Infanterie, sodass sie mehr Gesundheit haben. Na gut, der Flammenwerfer fängt ja dann mit 80 wahrscheinlich an, ne? So, hier ist mein Blob, ich gehe jetzt durch. Hab jetzt bei ein paar Leuten auch die Lauffähigkeit und alles mögliche an. Einfach um Stickies zu werfen, zack. Dann wird er kurz gestunt, dann könnt ihr finishen. Also braucht ihr AT gegen die leichten Fahrzeuge? Die Antwort scheint zu sein, nicht so richtig. Ihr könnt auch einfach hinterherlaufen, ja? Der kann auch früher rausfahren, ich weiß es nicht, aber das ist im Prinzip ist der Blob of Doom, der da durchläuft. Nur nicht mal gut gesteuert und trotzdem kann ich Fahrzeuge von mir herschieben. Der kann jetzt auch gleich laufen. Eigentlich müsste ich mit VS hinterherlaufen. Hätte ich ihn vielleicht noch finishen können. Da fehlen mir einfach noch die Gewohnheiten, wenn man wo was klickt. Aber der wurde jetzt quasi vom Block of Doom überlaufen. Da kommen seine Freunde. Hab leider kein V mehr zur Verfügung. Diese Granatenkreuz sollte ich jetzt auch nicht machen. Weiß nicht, ob ich da im Flammenwerfer stehe. Obwohl, das könnte ich jetzt gewinnen, ne? Ich habe ja auch einen Flammenwerfer. Also da macht es vielleicht Sinn, dabei zu bleiben. Das ist der Rest des Blobs. Ja, also muss halt einfach sagen, ein Blob funktioniert doch relativ gut. Das hätten jetzt gegen diesen Run machen können, weil die eben auch rennen können zum Teil, die Truppen. Ne? Hab halt einen, der sprinten kann und dann habe ich den Captain Sprint noch für einen Trupp meiner Wahl. Was kann man da machen? Ja, sehr früh mit den Fahrzeugen wegfahren, sehr, sehr früh. Sobald die erste Sticky trifft, hat man ein riesen gigantisches Problem. Ne? Und jetzt kriegt wieder die ganze Map zurück, werde jetzt gleich auch überall Minen verteilen.
Also hätte er noch das Vierling gehabt, wäre das, glaube ich, eine Konter gewesen. Hätte er ein einzelnes MG gehabt, das hätte ich eventuell umlaufen können, weil ich ja eben, ne, diese Captain-Ability habe für Sprinten. Aber es ist trotzdem schwierig und der Rest liegt ja trotzdem noch eine Zeit lang im Pin. Also trotzdem das Vierling, was er ursprünglich hatte, oder der Ostwind, den er unten hatte, wenn man die ein bisschen rausmikrot, dann kann man, glaube ich, so einen Blob, gerade auf offenem Feld, kann man ihn erwischen. Aber ich denke auch, dass das ein, zwei Minen mehr, dass man einfach gestunt am Boden liegt, gepinnt, dass er gegen den Blob ebenfalls hilft, ne? Pius hat er ja gehabt, er wollte noch keine Munde dafür ausgeben, wahrscheinlich weil er den Vesalieris alle Waffen gegeben hat. Er hat das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, was so ein Blob macht. Und sie haben jetzt alle hier Wett, wie ihr seht. Das ist, glaube ich, schon sehr stark. So, ich wollte jetzt hier vorne mal gucken, den Blob weiter vergrößern, wollte die Bazooka-Trupps machen. Der ist relativ teuer, finde ich hier, mit 300 Manpower. Er wollte aber einfach Anti-Tank auf Infanterie bleiben, eben weil ich diese Sachen jetzt alle freischalte. Sowohl hier rechts, das mit den Lebenspunkten, als auch hier links, das mit, dass es halt Infanterie verstärken weniger kostet, ne? Und man einen Veteranenschub bekommt, wenn man reinforced wird. Von daher wollte ich jetzt einfach bei dem Infanterie das weiter ausspielen. Ich komme überall die Minen, die ich eben gesagt habe, da unten, da oben, überall. Ich spiele ja quasi auf dieser Ability keine Munden aus und da benutze ich die, um Upgrades zu vergeben, sei es eine zweite Bar, Flammenwerfer, Minen, ne? Und so ein Zeugs. Granaten schmeiße ich aber eher selten, das sind nicht alles für die Stickies im Moment. Kommt trotzdem ab und an Granaten. MG habe ich jetzt hier ausgebildet. Eigentlich würde ich so nicht bauen, so ein Ding, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht gut hier. Aber ich wollte ja gucken, was man da alles ausbilden kann, ob man nicht auch so ein Medic-Zelt oder so bekommt. Aber wie gesagt, MG und Mortar könnt ihr ausbilden. Und an der Stelle hat sie dann nur das MG noch angeboten. Wenn kein Medic-Zelt im Feld haben, ist ein bisschen schade. Gerade beim Infanterie-Spam hätte sich das vielleicht noch angeboten. Mortar. Naja, wie sagte eben, MG bringt es vielleicht nicht so, wenn die Mortar haben. Vielleicht auch, wenn die smoken können. Mit 2 MG geht er jetzt down, leider. Hat sich noch ein MG gegönnt. Können die Briten ja im Anfangsgebäude bauen. Da oben haben wir, glaube ich, gerade Jägertrupps mit Panzerfäusten gesehen. Panzerschrecks. Hier wurde auch gerade Sicht gemacht vom Gegner, wenn ich das richtig sehe. Er hat geguckt, was da steht, um zu entscheiden, ob er da reingehen will. Luftangriff. Boah, der hat gesessen. Okay, das war der Panzer 3. Auch so ein großes Investment. Also alle Fahrzeuge, die er hat, verliert er eigentlich viel zu schnell, ne? Und jetzt kommt hier der Crusader 3 sogar von Mitspielereien, um den Rest wegzuräumen. Ja, der Panzer 3 hätte ihn eigentlich aufhalten können. Der wurde mit dem Luftschlag jetzt vernichtet. Und jetzt holt er sich halt den Rest der Fahrzeuge. Also der Spieler oben, der ist gerade richtig ausgenukt worden. Und das ist halt umso brutaler, weil die Haupt-AT der Panzer 3 war und die Haupt-AT da unten, Infanteristen von dem Mitspieler ist, die da unten steht. Das heißt, er hat das wunderbar outplayed, ne? Der hat genau geguckt, wo er es machen kann und genau den richtigen Call gemacht. Da unten wäre wahrscheinlich von den beiden Panzerschrecks Jägertrupps, die jetzt wahrscheinlich auch unsichtbar irgendwo stehen können, einfach gewonshottet worden. Also ein richtig guter Call von meinem Mitspieler. Ich lege weiter Minen wie ein Irrer. Und das ist der Panzertrupp. Sie wirklich 80 Leben dann normal. Wie viele Bazookas hast du denn? 2 Stück wenigstens das. Jetzt kommt leider hier der Infanterieblob. Ich muss den eigentlich kiten, also das ist hier keine gute Position. Ich habe mich hier verklickt, ich habe, weiß ich, das hier noch gedrückt. Ich dachte, der hat eine Granate da, aber der zerstört Hindernisse wohl. Egal, Blob rein, go go. Ist ja hier Wett 2 und alles, ne? Beide Wett 2. Einfach durchlaufen. Also die haben ja teilweise noch nicht mal Wett 1, die Jungs, ne? Das sollte hier eigentlich gegen die Jungs kein Problem sein. Ich habe noch Panzersupport. Er gibt auch grüne Deckung, also wenn der Panzer sich wirklich so hinstellt, dass er vor den Truppen steht, dann ist Flammenwerfer wahrscheinlich ein Nachteil. Aber der Infanterie, dann kann man richtig was kaputt machen. Und jetzt gibt es hier vorne, versuche ich hinterher zu rennen. Und beim Rennen schießen die noch, oder? Genau. Also ich habe jetzt die Rennability angemacht, wir sind Base MG gelaufen. Aber beim Hinterherrennen haben sie noch geschossen auf die Leute. Wollte dann mal ein bisschen Kill machen. Ich hätte wahrscheinlich mit dem Captain den entpinnen können und dann, wobei ich habe den jetzt benutzt, der war auf Cooldown. Ich hätte aber wahrscheinlich auch diese Ability machen können, da fehlt mir noch die Klickrate. Hätte ich das jetzt angeklickt, hätte er sich zurückgezogen zum Captain, statt jetzt in die Base zu laufen. Obwohl er dann auch geheilt wird, aber ich hätte dann hier in der Base, ne, mich entpinnen können durch die Fähigkeit. Also ich glaube wirklich, dass dieser Captain, sage ich mal, dieser Hauptmann, dass der eine Schlüsseleinheit sein kann für den Blob, auch wenn man nur vereinzelt Leute bufft, aber eben genug, ne, aus dem MP raus. Oder man kann ja auch, wenn der Kampf hier unten, sagen wir, ihr seid hier oben und habt den hier eine gute Deckungsposition da unten, dann tut ihr die Infanteristen zurückziehen und dann laufen die hier unten hin, immer zum nächsten, entweder zum Headquarter oder dem Jungen, was halt als nächstes ist. Also man kann mit dem extrem viel machen, ich mach's nur noch nicht. Ja, mein Mitspieler hier unten, der ist gut am Aufräumen. Wo wir die Panzerbüchsen nur aufs Maul kriegen hier, ne? Pam, pam, pam. Hat aber eine Pack dazu, also. Der hat da, glaube ich, AT-mäßig gut investiert und hier auch dann eben seinen Panzer noch. Mortar, der steht natürlich ein bisschen in der Frontlinie. 11 Kills, okay. Ja, gut dabei. Da oben sind die. Schnell aussprechen ist immer schwierig.
Bersaglieri. Bersaglieri, das R stört mich noch. Bersaglieri. Klingt aber gut auf jeden Fall, wenn das wirklich so klingen sollte. So, der Blob läuft wieder. Naja, er hat halt, ne, auch einen Infanterie-Blob. Aber ist dann natürlich die Frage, wer den besseren Blob hat. Ne? Und in dem Falle würde ich sagen, ist das halt ein Blob ohne viele Upgrades, noch nur einen Wett und alle haben weniger Lebenspunkte. Also der Blob sollte eigentlich keine große Gefahr sein. Gegen den Grant sowieso nicht. Der Grant ist ganz witzig, der hat zwei Türme hier. Der schießt nämlich auch der zweite Turm, aber fast nur frontal. Aber dann hat man, wenn man frontal schießt, wirklich zwei Türme, die schießen. Wenn man den richtig hinstellt, den Grant, den muss man aber freischalten nochmal extra. Der macht richtig Aua. Er ist nicht unbedingt ein Infanterie, wie man sieht. Dafür ist er der eine Turm nur gut. Da kommt der Blob wieder. Flammenwerfer, 5 Kills. Aber die Leute ziehen sich auch oft gut zurück. Die haben keinen Heal in der Base, wenn ich mich richtig erinnere. Es sei denn, stellen sich einen eigenen Heiltraktor hin. Ne? Die können keinen Heal freischalten. Die Afrika-Core. Deswegen setzen sich manche halt einen eigenen Heiltrag in die Basis. Aber die muss man natürlich erstmal holen. Ne? Da liegt eine Waffe, die hat jemand vergessen mitzunehmen. In dem Fall bin ich, dass er das vergisst. Also der Infanterie-Blob wirklich sehr, sehr stark. Aber ich denke, das liegt halt auch daran, dass die Leute sehr, sehr wenig Minen spielen. An CO1 wäre allein die Mine der Grund gewesen, keinen zu spielen, keinen Infanterie-Blob. Jemand, glaube ich, null Minen gesehen, wenn ich oben halt alles vermint hatte. Also ich weiß nicht, deswegen geht er vielleicht auch nicht oben hin. Guck mal, ne, meine liegen ja noch überall da und da hinten liegen sie und da vorne. Geht leider keiner rein, deswegen ist die Mine natürlich auch vergeudet. Aber wenn keiner reingeht, also wenn wir sie oben haben, bezahlen die sich ja selber. Das ist ja die Mine, die sonst dem Gegner gehört. Zack, da hat mich mal weggesniped. Okay, hier ist der gegnerische Infanterie-Blob mit Heal hier vorne, hat sich einen neuen Bunker gegönnt. Der ist ja auch stark, der Bunker, keine Frage. Aber ihr seid auch gezwungen, am Bunker zu kämpfen, ne? Grenade! Und wenn ihr am Bunker kämpfen müsst, dann ist natürlich auch ungesund. Oder ihr wollt am Bunker kämpfen und den Bunker nicht zu fliehen, weil der schnell durch Flammenwerfer down geht. Ihr hättet jetzt Angst gehabt, dass die einfach Leichen super schnell sammeln, der sofort ein Grenn rausbekommt. Aber irgendwie ist das gar nicht der Fall gewesen. Also eigentlich müssten die, guck mal hier, die Medics, die sammeln und sammeln und sammeln. Also mir ist nicht so 100% klar, wann ein Grenn, vielleicht habe ich das letztens nur eingebildet, dass ein Grenn rausgekommen ist. Weil da liegen ja eigentlich unendlich viele Leichen jetzt rum. Und er muss ja schon gesammelt haben. Jetzt den nächsten verarzten und vielleicht kommt da jetzt einer raus. Hat mir die Deckung kaputt geschossen, okay. Guck mal gerade. Willst du nicht mal irgendwann mitnehmen? Muss da ein Pflaster drauf, Nummer 2. Also ich habe jetzt keinen Grenn erstmal gesehen. Es sieht so aus, als ob es nicht klappen würde, hätte ich gesagt. Ich weiß es aber nicht. Doch, da ist ein Grenn. Ist gerade aufgetaucht, funktioniert. Also er hat einen Grenn umsonst bekommen durch meinen Angriff. Und von daher gilt die Regel wie von CH1 wahrscheinlich hier auch. Kämpft nicht am Bunker, es sei denn, ihr kriegt ihn da kaputt. Hätte ich gewonnen, der war ja schon fast tot. Also war sicher eine knappe Tüte. Aber jetzt habe ich ihm den Grenn einfach geschenkt. 300 Manpower oder sowas, ne? Von daher war der Angriff Kokolores von mir. Obwohl ist die Frage, wie viel jetzt ein Grenn ohne Wett, ohne alles, wie viel der jetzt wert ist im Late Game. Aber der kann die ja umwandeln, dass er die Stärke der Wehrmacht in der Base, wenn er ihn zurückbringt, kann er ja irgendwie einen Trupp draus machen, den er haben möchte. Und dann ist er natürlich schon was wert, auch wenn er ein bisschen extra bezahlen muss. So, ich habe mir jetzt vorne mal einen Sherm Bulldozer geleistet, weil er an der Infanterie war. Leider war das Spiel da vorbei. Also, Infanterie-Spam scheint auf jeden Fall noch eine sehr starke Geschichte zu sein. Und ja, das... Man muss mal gucken, wie es sich entwickelt, aber ich denke immer noch, dass es counterbar ist. Also zum Beispiel einfach einen Flammenwerfer mehr kaufen, einen zweiten oder einen dritten, ne, die Minen legen oder halt Flächenschaden-Sachen machen, MG vielleicht dazu holen, wenn das keiner ist, der smoken kann. Also ich hatte jetzt, glaube ich, gar keine Smoke-Ability, aber dafür Anti-Pin, aber zwei MGs oder auch nur ein MGs, weil dann kann nur einer den Anti-Pin und hinterherlaufen. Also ich glaube, dass da Möglichkeiten gibt, das zu machen, dass es nur noch keiner macht im Moment, ne? Das wäre mein Eindruck. Der Gegner von meinem Mitspieler, der hat wohl keine Doktrin gewählt, wie ich das hier richtig sehe. Ja, und mein Mitspieler hat Luft- und Seekampfgruppe gewählt. Jo, das war die Geschichte. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.